Okay, das kann ich doch bestimmt auch wegzaubern. Ich glaube, du bist verrückt. Wenn du so weitermachst, wirst du noch genauso irre wie Harry Potter. Ich habe hier viele Fans in Hogwarts in diesem Jahr. Waren das nicht nur zwei? Hat da einer eine Null dran gehängt? Okay, da scheint nichts hinter zu sein. Dann probieren wir den. Da ist auch nichts, nur Stein. Nein, Stein. Nee. Ich räume hier schon mal alles ab. Ihr mit euren Geheimgängen. Wird gleich keiner mehr übrig bleiben, wenn ich hier fertig bin. Aber es ist echt da. Oh, die sehen irgendwie creepy aus, ne? Die Statuen, also so. Ich habe noch nie Butterbier getrunken. Ich wollte, aber ich habe die Flasche verloren. Wie schmeckt das denn? Kannst du welches besorgen? Tut mir leid, aber da musste jemand. Er sucht immer noch nach jemandem, der ihm Butterbier besorgen kann. Na los. Also wenn da nicht schon eine Abhängigkeit besteht, dann weiß ich es auch nicht. Okay, da ist nix. Kann man hier rein? Ja. Hier sind so viele Gänge und Flure. Ich bin gleich hier fertig und dann sind wir auch draußen und dann treffen wir garantiert Fred und George. Was ist das denn hier? Das sieht aus wie so ein Schlüsselbrett. Ich glaube, das ist irgendwas mit so Auszeichnungen. Was haben wir jetzt? Ich habe meinen Stundenplan verloren. Am ersten Tag. Das ist natürlich echt eine gute Sache. Am ersten Tag. Boah, was ist das da? Das ist ja gruselig. Igitt. Warum mussten die mich ausgerechnet hier aufhängen? Und warum nur ein Auge? Hä? Okay, ich will das Target wechseln. Wie geht das? C, ne? C! C! Ah, ne. Mann! Gut, dann stelle ich mich halt irgendwie dahinter. Ey, man darf hier nichts gleichzeitig machen. Ich wollte nur laufen und dann nebenbei ein bisschen zaubern. Boah, diese Steuerung ist Krieg. Ich sag's euch. Ist Krieg. Okay, sagen wir nicht Krieg, ist gerade unangebracht, aber sie ist anders wild. Echt. Sag mal was. Sag was, Kurt. Hallöchen. Hi. Hi. Okay, dann gehe ich jetzt hier raus. Fred und George. Wie, ich treffe auf Mospen. Ich möchte das nicht. Huch, ist das hier eine Schlange, die hier rausguckt oder eine Wurzel? Teufelsschlinge. So ein Ding hat doch Boat aus dem Ministerium umgebracht. Die wächst einfach fröhlich vor sich hin. Was mich wieder zu der Aufsichtspflicht führt. Hallo. Du warst lange nicht mehr in unserem Geheimraum. Sieh nach, was drin ist. So viel kann da doch noch gar nicht drin sein. Ich habe doch noch gar nicht so viel gefunden. Aber ich komme gleich. Wingardium Leviosa! Komm, wir werden jetzt hier gießen. Nicht gießen? Okay, offenbar nicht gießen, aber... Ich verstehe das mit dem Zaubern jetzt wirklich noch nicht so ganz. Und ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen kompliziert. Sie sind sicher draußen.
Aber das habe ich jetzt schon 30 Mal gesagt. Sorry. So, was ist das? Bianthuskraut. Hoffentlich muss ich das nie wieder essen. Einmal mit Kim rumlaufen reicht. Verstehe. So, was kann ich damit machen? Wie wechsle ich das Ziel? Das gucke ich jetzt nach. Wie wechsle ich das Ziel, wenn ich etwas anvisieren will beim Zaubern? Nee. Okay. Ich wollte nur wissen, wie man das Ziel wechselt. Vielleicht weiß es einer von euch auf der Tastatur, wie man das macht. Das da vielleicht. Wingardium Leviosa! Okay, das bringt irgendwie alles nichts. Ich gehe raus. Ich habe hier in diesem Spiel offenbar keinen grünen Daumen, Mann. Das ist die kleine Pflanze. Ich bin Groot. Kann die irgendwas? Depulso! Ich will sie nicht kaputt machen, aus Versehen. Aber ich gehe jetzt hier raus. Holy, mein Ohr. Alter, das war aber übel jetzt. Und das war doch ein Schrei der Alraunen. Sieh auf der Karte nach, dann müssten wir sie finden. Ja. Gleich, gleich, gleich. So, wir rennen jetzt erstmal hier weg. Ich habe die Schnauze voll vom Gewächshaus. Mann. Da war ich schon. Sieh auf der Karte nach, dann müssten wir sie finden. Aber jetzt habe ich auch endlich mal verstanden, wie das Gewächshaus so eingebunden war in die ganzen Unterrichtssäle, weil, also in diesen ganzen Schulkomplex. Ich habe nämlich immer gedacht, hä, wo müssen die dann dafür hin? Die Statue hier, die immer noch nörgelt. I love it. Warum mussten die mich ausgerechnet hier aufhängen? Ich möchte jetzt gerne diese Rüstung da. Ich will diese Rüstung aufheben. Na los, suchen wir Fred und George. Nicht ohne meine Rüstung. Ich hab die Nase voll von dem ganzen Gelaber. Frag mich mal. Sie sind sicher draußen. Okay, ich kann das wohl nicht aufräumen. Ich geb's auf. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal in Hogwarts zur Schule gehen würde. Ich bin froh, hier zu sein. Gut. Diese Ecke werde ich niemals clearen. Könnt ihr euch merken. Harry. Alles klar. Hast du noch mal was vom fast kopflosen Nick gehört? Ich bin froh, dass der blutige Baron unser Hausgeist ist. Nick ist so erbärmlich. Er hat es ja noch nicht mal geschafft, sich den Kopf ordentlich abbrennen zu lassen. Ey, wie scheiße kann man sein und manche Schüler hier nur... Ja. Ey, richtig fies. Ich bin sprachlos. Da bin ich mal sprachlos. Ehrlich. Sieh auf der Karte nach, dann müssten wir sie finden. Das mache ich jetzt, Ron. Aber nur, weil, damit du aufhörst zu reden. Okay, ja, hier sind sie nicht. Hier sind sie einfach nicht. Okay, ich mache diese Ansicht hier weg. Ah. Fred und George Weasley. Where are you? Okay, da bist du. Okay. Fred und George sind beim Duelliertraining und das werden wir dann jetzt auch machen müssen. Okay. So, Füßchen, wo muss ich hin? Ach, da muss ich hin. Okay. Und jetzt? Sieh auf der Karte nach, dann müssten wir sie finden. Hier runter. Nee, Karten lesen, damit habe ich es nicht so. Ich laufe lieber Füßen hinterher, die hier an Geisterhand den Weg beschreiben. Aber... Ich habe gehört, dass Harry im Sommer gegen 20 Dementoren kämpfen. Also diese Lüge mit diesen 20 Dementoren, es waren ja 2. Wo kommt die Null denn her? Das ist aber so geil an Geschichten, dass sie sich immer mehr so stille postmäßig so selber verändern und aufbauschen, ne? Na los. Nächste Woche sind es 200. Fred und George. Was soll's? Kann mir mal einer sagen, was das soll? Huch, Entschuldigung. Da sind sie. Ach da.
Warum mussten die mich ausgerechnet hier aufhängen? So. Hallo, Vertrauensschüler. Schaut ihr nach, ob wir keinen Unfug machen? Was ist denn das für ein Move, Harry? Wie denn? Was willst du, Harry? Der hat ihn jetzt gerade aber auch echt unverschämt angeguckt, so. Komm doch! Ich wollte mal kurz fragen, ob wir, also, warum sind wir überhaupt hier? Ich hab's schon wieder vergessen. Depulso! Hey, was hängen da für Zettel an der Wand? Ach, das sind keine Zettel. Brauch echt eine Brille. Okay. Was wollten wir denn jetzt, Ron? Du hast doch die ganze Zeit rumgenervt. Jetzt sag doch mal was zu deinen Brüdern. Ich frag die mal. Was möchtest du uns fragen? Hm. Es geht um Umbridge. Sie weigert sich in Verteidigung gegen die dunklen Künste, Zauber mit uns zu üben. Wissen wir. Und wir sollen euch helfen? Was meinst du, George? Bei diesem armseligen Haufen fangen wir lieber ganz von vorne an. Zauberstäbe raus! Oha! Der beste Gegner ist ein Gegner ohne Zauberstab. Zeigen wir es ihm, George? Aber gerne, Fred. Seht genau her. Expelliarmus! Superb, George. Ich dachte eigentlich immer, du hättest im Unterricht geschlafen. Jetzt bist du dran, Harry. Expelliarmus! Klasse! Okay. Du hast den Bogen raus. Ja, wenn das Ziel so vor mir steht, ist das okay, aber das... Jetzt bringst du den beiden bei. Expelliarmus! Gut gemacht. Sogar Ron hat beinahe den Dreh raus. Klappe. Expelliarmus habt ihr also drauf. Aber wenn ihr wollt, dass einem Slytherin das Grinsen vergeht, gibt es nichts Besseres als Stupor. Fred macht's euch vor. Stupor! Okay, das Reparo war in die andere Richtung. Harry. Stell dir einfach vor, ich wäre Malfoy. Das schaffst du. Super! Jetzt bringst den beiden bei. Du hast den Bogen raus. Das ist ja wirklich ein Bogen. Also man macht hier einen Kreis auf dem... Klasse! Auf dem Mauspad. Ein Kreis nicht nach links. Nicht schlecht, gar nicht so übel. Tschüss dann. Wir haben noch viel zu tun. Leute treffen, Geschäfte machen. Du solltest die Zauber bei Gelegenheit üben. Aber womit sollen wir denn üben? Mit jedem Slytherin, den ihr seht. Bis später. Oh nein. Harry, sag mal, musst du nicht zum Nachsitzen? Wir warten vor Umbridges Büro auf dich. Okay, bis später. Das hatte ich ja beinahe vergessen. Ich muss ja nachsitzen. Schon am ersten Tag. Ärger, Potter? Da ist schon einer von den Slytherins, oder was? Direkt hier die... ins kalte Wasser geworfen. Oh nein, das ist wie beim Pokémon-Kampf. Expelliarmus! Oh Gott, wie geht nochmal Expelliarmus? Ach klar. Da hast du. Ha! Her mit dem Zauberstäbchen. Oh nein, ich sehe nichts. Zu viel Blätter. Los, beweg dich. Warum teilt sich denn mein Zauber? Hey! Ich habe hier doch gar keinen Doppelfluch angeklickt. So wie im letzten Spiel. Ha! Nice! Jetzt noch die schönen Dingens draufhauen. Hä, warum? Da hast du's! Okay, das ist gar nicht mal so einfach, ne? Stell ich fest. Expelliarmus! Bis jetzt mal, habe ich dich jetzt genug fertig gemacht? Ich weiß, du liegst schon am Boden, aber hey. Mit Expelliarmus kannst du den Gegner entwaffnen. Ich habe den jetzt entwaffnet, habe ihn auf dem Boden liegen lassen und bin weggelaufen? Guten Abend, Mr. Potter. Sie wissen, weshalb Sie hier sind? Ja, weil ich die Wahrheit sagte. Ich! Entscheide, was die Wahrheit ist. Ich soll keine Lügen erzählen. Was ist mit deiner Hand? Umbridge hat sich doch nur schreiben lassen. Reden wir mit Hermine. Sie weiß sicher, was für deine Hand. Misshandlung. Hermine,
sieh nur, was Umbridge Harry angetan hat. Diese Frau ist wirklich ein Monster. Ist sie. Du musst Dumbledore davon erzählen. Nein, das gönne ich Umbridge nicht. Nun, eine Essenz aus eingelegten und filtrierten Mordlab-Tentakeln würde helfen. Aber ich muss nachlesen, wie man sie herstellt. Lass mich raten. Wir müssen zur Bibliothek? Ich weiß, dass du allergisch gegen Bücher bist, Ron. Hey, du da unten! Ich? Nein. Drücke, um die Karte zu... Das machen wir gleich. Ja, krass, was die Umbridge da mit den Händen von den Kindern macht. Also mit der ganzen... Also diese ganze Thematik ist brutal. Ich schwöre feierlich, dass ich ein Tu nicht gut bin. Die Umbridge hat definitiv irgendwie sehr mittelalterliche Lehrmethoden. Okay. Dann müssen wir in die Bibliothek. Mal ganz kurz hier. Drücke um die Orts... Achso. Ich habe übrigens heute so ein bisschen... Also ich habe generell gerade so ein bisschen weniger die Chance zu reden. Ich habe nämlich eine Mandelentzündung, eine leichte. Ich versuche deshalb nicht alles zu kommentieren. Aber ihr kennt mich. Ich kann meine Schnute ja sowieso nicht halten. Aber ich sollte vielleicht nicht so viel sagen. Aber ich wollte trotzdem gerne weiter Teile rausbringen. Und wo ist jetzt hier die Bibliothek? Raum der Belohnung, überdachte Brücke. Hä, ich war doch schon mal da. Kräuterkunde? Ich glaube, wir gehen mal kurz in den Raum der... Ich weiß nicht, was die Myrte von mir wollte. Warum die will, dass ich zu dem Raum hier gehe. Aber das machen wir jetzt. Sonst gibt die ja nie Ruhe und dann stalkt die mich auf dem Gang. Der Knopf geht nicht, um rauszugehen. Ah! Ich muss jetzt hier so lange blättern, bis ich die Bibliothek finde. Hagrids Hütte, Gryffindor Gemeinschaftsraum, große Treppe, große Halle, Glockenturm, 5. Stock. Eulerei, 1. Stock, Eingangshalle, 3. Stock, Bootshaus, Bibliothek. Oh Gott sei Dank. Okay. Unheil angerichtet. Okay, dann habe ich jetzt die Bibliothek gefunden. Im 2. Stock der großen Treppe gibt es hinter einem der Porträts einen Gang. 2. Stock, große Treppe. Ach, eine Abkürzung dann, oder wie? Ich bin mir sicher, dass ich genau da schon war. Das ist doch der einfache, also genau der Weg, wo wir... Also wirklich? Ach, guck. Magst du mich denn nicht, Harry? Du hast mich eine Ewigkeit hier allein gelassen. Und ich will dir so viel zeigen. Okay. Wenn wir dann jetzt eh schon hier sind, kann ich ja mal immer kurz... wenn du Sachen findest, wird meine Fiole schwerer. Du hast wirklich Glück, dass Porträts nicht fluchen können. Sagt er das jetzt immer, wenn ich da rein möchte? Ich meine, es sei ihm gegönnt. Aber... Ah, okay, also um solche Art Belohnung handelt es sich, um Ausschnitte, was die Leute, also die jeweiligen Schauspieler... Die ja auch Teil des. Die ja auch Teil dann des Spiels geworden sind, weil man sie ja dann quasi, ich weiß nicht, sagt man, gecaptured hat für das Spiel. Oder so nachmodelliert, ne? Dass die dann auch was zu dem Game sagen konnten. Ich habe jetzt nicht rausgefunden, ob die das selber auch gespielt haben. Aber sie haben es zumindest gesehen, wie es aussieht. Also Hermine, die Schauspielerin, meinte ja. Emma Watson meinte, dass sie krass findet, wie realistisch ein Spiel sein kann. Und ich habe gedacht so, boah, wenn die wüssten, das war 2007. Und heute kann sie die Spiele manchmal nicht mehr vom Echten unterscheiden. Du möchtest doch, dass jemand deine Schmerzen lindert, oder? Ja, ich möchte das. Das stimmt. Ich will aber auch hier raus. Wer hat mir diesen Fluch auf den Hals gehetzt? Immer wenn du etwas entdeckst, tut mir der Arm weh.
Bin ja nur noch 2 Jahre hier. Du brauchst noch 145 Punkte für die nächste Belohnung. Okay, jetzt weiß ich, wie gesagt, was die Belohnungen sind und ich plane. Also dadurch, dass sie bei mir am Computer so ein bisschen lecken, habe ich gedacht, wäre es eigentlich ganz gut. Ne, hier bin ich falsch. Wenn wir uns die vielleicht am Ende angucken, aber ich weiß halt nicht, wie flüssig die dann laufen. Vermutlich nicht so flüssig. Du möchtest doch, dass jemand deine Schmerzen lindert, oder? In erster Linie möchte ich, dass du die Klappe hältst. Hallo, kann ich bitte Ihre Abkürzung benutzen? Der Mann mit den Gesichtern dreien soll mir etwas leihen. Was soll das bedeuten? Schreite langsam voran, sonst liegst du da, der Nase lang. Okay. Mit Anstand, Tugend und Manieren kannst du dich nie blamieren. Warte, heißt das, die haben jetzt hier gefehlt? Wollte der nur uns drei durchlassen, oder wie? Ich bin kein Mann. Können Sie mir bitte das Passwort sagen? Er ist verstummt. Du sollst 3 Gesichter finden oder hier verschwinden. Ich habe keine Ahnung. Aber ich arbeite an der Planung. Hier müsste mal geputzt werden. Ja, komm doch raus, mach das. Sie dürfen. Bewachen Sie einen Geheimgang? Oh, ich würde dir gerne helfen, aber ich bin viel zu hungrig. Oh, pardonnez-moi. Brauche ich ein Passwort, um eintreten zu können? Oh, ich bin ja so hungrig. Könntest du vielleicht Gifford Abbott, das Porträt am Ende der großen Treppe, bitten, mir ein wenig Essen zu bringen? Nichts Besonderes, nur ein paar Koteletts, eine Lammkeule, ein bisschen Hühnchen und Rind und vielleicht noch ein Stückchen Kuchen. Nicht zu viel. Ich bin so hungrig. Ich werde es versuchen. Ganz schön verfressen. Und auch nur Fleisch und Kuchen. Sehr gesund. Ich werde auf jeden Fall noch ein Stückchen Brokkoli mit dabei legen, damit auch was Grünes dabei liegt. Sonst wird das Porträt nämlich nicht so alt. Okay, nee. Okay, wie komme ich zu diesem Bild? Jetzt muss ich auf die Treppe hier warten, ne? Und dann fliege ich so eine halbe Runde. Leute, ich habe mich hier sowas von verrannt und verlaufen. Es tut mir so leid. All diese Aufgaben hier. Nee, warte, da geht's dann wieder hoch. Ist ja Quatsch. Nimm dir Zeit an jedem Tag. Zu rein. Oh. Ich stelle mich mal hier auf die Treppe und mal gucken, wo es hier hingeht. Nee, warte, was mache ich denn hier? Schnell, 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 schnell. Ach. Tamara Doderidge bittet sie, ihr Essen zu schicken. Wenn sie weiter so viel isst, wird sie noch ihren Rahmen sprengen. Aber gewusst. Gut, sagen Sie ihr, ich werde tun, was ich kann. Danke. Sie wird ihren Rahmen sprengen. Richtig gut. Okay. Also ich brauche jetzt dieses Kraut, ne? Und vorher gehe ich nochmal bei der Dame vorbei und sage ihr Bescheid. Gehen wir zur Bibliothek. Nein, ich möchte gerne noch vorher den Bescheid sagen. Sonst ist das wieder eine Aufgabe, die ich noch nicht vollendet habe. Ja, diese Shift-Taste funktioniert einfach manchmal nicht. Da. Ich habe mit ihm gesprochen. Er will Essen organisieren. Oh, du bist mein Lebensretter. Tritt ein, du darfst den Gang benutzen. Sag beim nächsten Mal einfach Koteletts und Bratensoße. Und Brokkoli. Okay. Koteletts und Bratensoße. Bla bla bla. Lecker. So, wo komme ich jetzt hier hin? Hallo, Harry. Hey. Ach,
Ach, das kann ich jetzt auch noch wieder da rauskriegen. Hier gibt's echt eine Menge zu tun. Was ist das? Zum Erforschen drücken. Und hier noch. Hauptsache, ich krieg die Punkte, ne? Mir fehlen drei Karten, mehr nicht. Also, weil ich bräuchte auch stärkere Zauber und das schaffe ich halt so am besten eigentlich. Du möchtest doch, dass jemand deine Schmerzen lindert, oder? In den Glockenturm will ich jetzt noch nicht. Ich bin mal gespannt, was wir heute durchnehmen. Ich folge jetzt mal nur den Fußspuren. Ich möchte sehr gerne endlich. Hä? Hier habe ich doch drauf gedrückt. Okay, offenbar kann man hier auch noch ziehen. Aktion! Das habe ich nicht gesehen. Ja, okay. Dann möchte ich bitte wieder hier raus. Koteletts und Bratensoße. Bei dieser mit Mückenstich. Schön viel Soße. Ich habe einen Mückenstich am Rücken. Ich leide. Ich leide so sehr. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich kann hier auch nicht sitzen so. Hier müsste mal geputzt werden. So, jetzt geht's aber ab in die Bibliothek. Voran, voran. Ich werde jetzt erstmal nur noch die Geheimnisse lüften, die sich mir sowieso zufällig offenbaren. Und nicht mehr exzessiv danach suchen. Auch wenn es mich immer in den Fingern juckt, ich das so gerne machen würde. Und hier rumlaufen und erforschen, aber ein bisschen weiterkommen in der Story wäre vielleicht ganz gut. Okay, das kann ich noch reparieren, das mache ich noch. Hier komme ich zufällig vorbei, das zählt. Okay, also wenn man zu schnell zaubert, dann verhunzt man sich das mit den Punkten. Das funktioniert auch nicht. Kannst du dich stets an Professor Flint wenden. Ich kann später zu ihm. So, jetzt noch die hier. Okay. Ich renne. Bibliothek, da war ich ja schon. Aber warum war das denn jetzt gerade kaputt? Ich habe das doch repariert. Beim ersten Mal schon. Jetzt sag nicht, die Sachen gehen wieder kaputt. Und jedes Gemälde, was wir hier treffen, ist müde. Ist wirklich so, ne? Und es ist aber mitten am Tag. Was glaubst du, machen wir in Pflege magischer Geschöpfe? Ach, die Story. Meine Mutter hat Boat-Truckles durchgenommen. Die haben in einer was ich damit sagen will, ist... Okay, wenn sie nicht anwesend sind, schlafen sie. Also sie können ja nicht den ganzen Tag da abhängen. Wo kommen die Bilder her? Wo müssen die denn hin? Gehen wir zur Bibliothek. Hier oben? Ach so, da. Ach so. Okay, das mache ich jetzt noch schnell. Wingardium Leviosa! So. Das ist, glaube ich, von diesem Mönch. Von diesem Geist. Ah, da ist er. Yo. Ja, moin. Zählt das als gesehen? Bestimmt, ne? Oh, du hast einen neuen Hausgeist entdeckt. Ja, cool. Es geht ja doch relativ flott mit den Punkten. Ja, das kann man jetzt hier nicht machen. Du möchtest doch, dass jemand deine Schmerzen lindert, oder? Ich folge nur den Fußspuren. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ich wollte doch eigentlich in die Bibliothek. Wo sind wir denn jetzt? Verdammt! Ich dachte, ich kann wenigstens euch vertrauen. Alles klar. Wingardium Leviosa! Ich denke, wir werden Ravenclaw um mindestens 200 Punkte schlagen.
gehen wir zur Bibliothek. Hallöchen. Hi. Huch, pardon. Ich kann nicht laufen mit der Maus. Also so. Nur manchmal. Das möchte ich auch später. Ein Porträt von mir, das irgendwo in so einem Korridor hängt und das man anklickt und es schnarcht. Bin mal gespannt, wie die das in Hogwarts Legacy machen. Und ob es dann auch voll ist mit Porträts, die irgendwas sagen und schnarchen. Gehen wir zur Bibliothek. Und ob man die alle erforschen kann, ich bin schon richtig wild darauf. Oh mein Gott. Ich habe euch ja schon mal gesagt. Ich werde dann dort leben. Oh Gott, warte, da war irgendeine fiese Argumentation hier gegen die Gryffindors oder irgendein fieser Kommentar. Das war, ist bestimmt das der erste Teilnehmer an dieser Großinquisition. Okay. Drauf, Alter. Das ist richtig krass hier. Dieses Jahr haben wir nicht die geringste Chance auf den Hauspokal. Können wir uns das Training der Hufflepuffs ansehen? Oh nein. Ich weiß. Oh, ich stehe mir absolut ungünstig. In unserem Raum gibt es eine ganze Menge Neues zu entdecken, Harry. Du warst fleißig. Boah, die ist einfach so cringe, die Alte. Du warst fleißig. Wie geht's? Hallo. Hört auf, ich habe Reizüberflutung. Schon. Wir haben jetzt Hermine, du musst mal was tun. Wo ist denn jetzt hier die Bibliothek? Hau ab, du Zwerg. Ich weiß, aber auf eine positive Art. Was klopft denn hier so? Hört ihr das? Irgendwas hämmert. Will hier irgendwas raus? Ich höre gar nicht zu. Ah, die Fußspuren wollen mir, glaube ich, gerade sagen, dass ich in die falsche Richtung gehe. Ich hab's verstanden. Es hat doch ein bisschen gedauert. Deine Schmerzen lindert, oder? Das ist korrekt. Bekloppter als er kann man gar nicht aussehen. Was meinst du? Ich habe eine Schuluniform an, also du hast dich gerade selber beleidigt. Weil die müssen wir alle tragen. Das finde ich übrigens gut an Schuluniformen. Ich hätte gerne einfach jeden Tag mir keine Gedanken um meine Klamotten machen müssen. Was für ein entspanntes Leben ist das denn bitte? Als Krankenschwester weiß ich Dienstkleidung sehr zu schätzen. Gehen wir zur Bibliothek. Und ich bin mir sicher, ich wäre einigen Mobbing-Attacken früher dann auch nicht zum Opfer gefallen, wenn ich dieselben Klamotten angehabt hätte wie jeder dort. Es war auch ein bisschen traurig, aber Menschen können sehr grausam sein. Aktion! Ja. Erforschen. Cool, da kommen so Pünktchen rausgeflogen. 175 noch. Dass jemand deine Schmerzen lindert, oder? Ich möchte jetzt meine Schmerzen lindern. Wir gehen jetzt hier durch. Ich habe gehört, was du mir sagen möchtest. Herminchen. Herminchen. Und dann, Warte, hier lang, ne? Ach, hier lang. Nee, okay, dann doch hier lang. Die Füße haben sich umentschieden, spontan. Und hier ist auch noch was. Hallo. Okay. Das hat mich gerade alles sehr an meinen Freund erinnert, weil der auch genau so schnarcht. Okay, dann hier lang. Ach jo. Genau, wir sind durch. Ich werde mir das niemals merken können. Ich bin froh, diese Fußstapfen hier zu haben. Ich habe meinen Stundenplan verloren. Alles okay, Harry? Absolut. Was? Wie geht's? Alles klar. Geht weg. Ich versuche hier zu laufen. Wie geht's? Okay. Okay. Es geht mir okay. Bewachen Sie eine Abkürzung? Sag ich nicht. Nicht, wenn er dabei ist. Oh nein, der muss weg.
Wer? Er, dort drüben. Siehst du ihn denn nicht? Ich möchte ihn nie wieder sehen. Der sieht auch so, also der gehört doch hier nicht hin. Den können wir doch mal umhängen. Der ist ja selber auch hier sehr unglücklich, oder? Hallo, Sieshörer. Würden Sie bitte aufhören, das Porträt dort drüben anzustarren? Es ist nicht meine Schuld, dass ich hier festsitze und den alten Kauz anstarren muss. Ich hänge hier. So ist das halt. Nächstes Mal will ich unbedingt nach Hogsmeade. Kommst du mit? Ich vermittel mal zwischen den beiden Porträts. Bitte lassen Sie mich rein. Die Wände haben Ohren und Augen. Sorg dafür, dass er nicht mehr hersieht. Deck ihn zu. Ach, wie gemein. Das ist doch fies. Kann ich nicht. Ja, ich muss mal ganz kurz hier noch was erkunden. Reparo! Jetzt geht das nämlich. Ach, das reicht? Was tust du da? Guck mal hier. Alles okay, Harry? Oh. Hey! Absolut überreagiert. So, jetzt noch die hier. Deswegen konnte ich die nur... Was soll denn das? Das ist meine Wand, nicht wahr? Haha, ja! Das ist unglaublich! Ich habe um ein Zimmer... Was ich sagen wollte, ist, ich konnte sie gerade nicht reparieren, weil es noch nicht sozusagen der Auftrag war. Ich hätte mit dem Porträt reden müssen. Danke, danke. Er ist einer von Ihnen, da bin ich sicher. Komm schnell durch. Sag beim nächsten Mal lodernde Ohrwürmer. Loco. Mir fehlen 3 Karten, mehr nicht. Hast du sie? Nein. Ich habe keine Karten. Ich habe mich gerade angesprochen gefühlt. Ich suche die Bibliothek. Hast du Potter in Zaubertränke beobachtet? Er hat mal wieder völlig versagt. Hatte ich das dieses Jahr überhaupt schon? Zaubertränke? Ich glaube nicht. Depulso! Okay, da muss ich nicht rein. Wo war das denn nochmal? Dann laufe ich jetzt hier hoch. Huch, was ist hier los? Hier riecht's irgendwie nach Schlammblut. Du bist ja so witzig. Victor Sempra. Hallo. Hi. Hallo. Hi. Hi. Ich hab vergessen, wo ich mein Erinnermich hingetan habe. Hat es jemand gesehen? Ey, warum braucht denn hier jeder ein Erinnermich? Hi. Ist das so eine Art Volkskrankheit? Demenz bei Zauberern, also so in jungen Jahren? Oder sind die alle so gestresst, dass die immer ganz viel vergessen? Weil es hier einfach sauschwer ist, in Hogwarts irgendwie mitzuhalten? Also wenn ich Hermine manchmal so Burnout-technisch reden höre, dieses, ich muss noch 30 Seiten schreiben und diese 500 Seiten habe ich auch noch nicht gelesen. Also dann glaube ich das schon, dass das auch sehr, 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 sehr anstrengend ist in dieser Schule hier. Und die haben ja auch quasi... Das Buch müsste hier irgendwo sein. Nie alles Pause, ne? Alles im Lack? What? Okay, mit denen möchte ich auf keinen Fall... Da ist es, dort oben. Das brauchen wir. Wie kommen wir darauf? McGonagall hat uns noch nicht beigebracht, wie man sich in einen Vogel verwandelt, oder? Wie man sich in einen Vogel verwandelt? Was? Wir können doch auf den Tisch hier laufen. Fliegende Tische, damit kenne ich mich aus. Pardon. Ich muss hier kurz hin. Ich kann also hoch. Hat jemand ein Netz? Jetzt fliegt das Buch davon? Ey, nee. Gehen Sie in das Regal zurück. Hallo. Ist ja alles völlig normal, was ich hier mache. So, dann nehme ich jetzt den Tisch. Entschuldigung. Ja, da muss ich kurz hin. Das muss so sein. Das muss wehtun. Ich habe ein neues Teleskop. Alter, was? Ich muss es ganz kurz ausreizen, bevor es nie wieder passiert. Ist das geil. Warte. Psst, seid still, sonst hole ich Madame Pins. Richtig lustig.
Achtung, fliegender Tisch. Boah, der habe ich voll eingegeben. Hier, du bist doch Slytherin, ne? Der ist für dich. Warte, das ist so ein Malfoy-Typ. Jetzt rennt er weg. Okay. Sorry, der Tisch ist unkontrollierbar. Den hat wohl jemand verflucht. Tut mir leid. Oh, Ron, sorry. Wollte ich doch nicht. Okay, das ist jetzt aber wirklich evil, was ich hier mache. Ich beruhige mich mal kurz wieder. Zwar war schon... Hat mir geholfen beim Stress abbauen. So, kann ich nur jedem Hogwarts-Schüler hier empfehlen. So. Ja, mit dem Buch. Achtung, es bewegt sich wieder. Hauptsache, es fliegt nicht in die verbotene Abteilung. Sollen wir später eine Partie Zaubererschach spielen? Ich weiß nicht. Wingardium Leviosa! Wenn du mich gewinnen lässt. Das ist eine Bibliothek. Aufregendes Leben, was? Absolut. Warte, auf der Seite oder auf der anderen? Wo ist es? Warum kann ich das jetzt nicht sehen? Dieses kleine Kackbuch. Wo bist du? Ach, da hinten. Okay. Jetzt weiß ich auch schon nicht mehr, wo ich den Tisch hingestellt habe. Habe ich gerade Punkte bekommen? Ach so, ich habe die Feder auf dem Tisch angetriggert. Okay. Okay, Leute, also das ist das Game, ne? Man macht hier anscheinend Aufgaben in Hogwarts. Und hier und da hat man mal ein wenig Unterricht. Ich weiß nicht, ob sich das gleich noch ändert. Okay, es bleibt jetzt aber hoffentlich auf dem Boden. Das richtige Buch. Das ist aus der verbotenen Abteilung. Es muss ausgebüxt sein. Wir sollten uns irgendwohin verziehen, wo wir es ungestört lesen können. Wie wär's mit der Toilette der maulenden Myrte? Tolle Idee! Hä? Also wir nehmen jetzt einfach random dieses Buch mit, weil es aus der verbotenen Abteilung ist, muss es was Cooles sein und lesen das? Ich hab das richtig verstanden? Na gut. Es war Hermine, die das vorgeschlagen hat. Da mache ich natürlich mit. Natürlich. Es ist absolut alles im Lack. Und wenn mich das gleich nochmal einer fragt, hau ich hier die Schränke um. Gehen wir zur Toilette der maulenden Myrte. Schon dabei. Wir wissen ja jetzt, wie das geht. Ich habe dazu gelernt. Das war's nicht. Toilette. Glockenturm. Große Halle, Treppe. Hagrid, nein. Da, Myrtes Badezimmer. Ja, okay. Ich hoffe doch sehr, dass ich auch so ein bisschen... Also bis jetzt ist so Schwerpunkt des Spiels viel rumgerenne. Ich hoffe, dass sich das noch so ein bisschen legt. Und dass ich gleich mal an irgendeiner Sache, an irgendeinem Ort bleiben kann und mal ein bisschen da sein kann und einfach mal genießen kann, da was zu erledigen und nicht ständig hin und her geschickt werde. Das wäre mir wichtig. Aber ansonsten gefällt mir das hier schon alles sehr gut. Auch hallo. Gehen wir zur Toilette der maulenden Myrte. Ich frage mich wirklich, warum das so etabliert ist, bei denen hier so rumzumobben. Finde ich schon übel. Guck mal, jetzt laufen wir hier durch. Wahrscheinlich nur als Abkürzung. Ja. Okay. Gehen wir zur Toilette der maulenden Myrte. Schon dabei. Oh, da sind wir schon. Keine Ahnung, warum es in die verbotene Abteilung gehört.
Ein Buch über die praktische Anwendung von Zaubern. Oh, was ist es also? Praktische Anwendung. Ich wette, Umbridge hat es dorthin gestellt, damit wir keine Zauber üben. Na los, Harry, welchen sollen wir lernen? Der eignet sich für den Anfang ganz gut. Incendio. Den kann ich hier schon. Steht, man soll den Zauberstab ausrichten, ihn dann so schwenken und den Zauber sprechen. Den kann ich schon. Den habe ich schon mal gelernt. Bei wem? Warte. Incendio! Auf links! Hoch und runter rubbeln. Also auf dem Mausbett. Versuchen wir es nochmal. Ich mache keinen Kreis. Ich mache hier nur hoch und runter. Prima, zünde eine andere an. Habe ich das nicht im ersten Schuljahr gelernt? Richte deinen Stab aus, dann schwenke ihn so und sag Incendio. Mach weiter. Incendio. Versuchen wir es mal bei den Lampen hier. Na los, Harry. Habe ich gerade, aber okay, gut. Also die, achso, die habe ich ja jetzt, klar. Das brennt ja dann. Lampen. Die? Ey, checkt mal aus, wie klein sind bitte diese Häuschen zum... Da kann Harry locker drüber gucken, um jemandem beim Pinkeln zuzusehen. Also es... Ganz easy. Warum dreht denn der sich jetzt so? Ich weiß nicht, welche Lampen die meinen. Ach, die. Incendio! Hat es jetzt geklappt? Man sieht überhaupt nichts. Das Game braucht ein Remake. Licht aus! Ich hab Kopfschmerzen! Krass, dass die das kann, ne? Du bist ja? Harry. Du hast versprochen, mich zu besuchen. Hallo, Myrte. Dieses Buch ist wirklich nützlich. Wirst du uns zwingen, es zurückzubringen, Hermine? Bibliotheksbücher sind zum Ausleihen da, also tun wir nichts Unrechtes. Verlasst euch auf mich. Gehen wir zurück zum Gemeinschaftsraum. Wir müssen uns auf unseren Hogsmeade-Besuch vorbereiten.